ihr Maschinen, herzliche Grüße aus eurem Hometown Gym in Hamburg. Ihr könnt schon erahnen, um was es uns heute gehen soll. Es geht um das Training auf instabilen Unterlagen, ergo dem propriozeptiven Training. Das Wort ist echt der Endgegner. Ich versuche das heute möglichst sauber, hochdeutsch, ohne Spucken immer auszusprechen. Wir wollen das Gleichgewicht trainieren. Das Training kommt, oder das Video kommt wahrscheinlich passend zur Jahreszeit. Es wird dunkel und frieren tut es noch nicht, aber es ist, ich war Fahrradfahren eine Woche, viel Laub auf den Straßen. Zum Beispiel um Sturzprävention bei Dunkelheit. Da spreche ich vielleicht schon ältere Semester an, obwohl das eigentlich keinem schadet. Aber sollte uns Corona nicht nochmal um die Ohren fliegen, wird vielleicht der eine oder andere in den Skiurlaub fahren und Wintersport betreiben. Dafür ist dieses Training immanent wichtig für die Sturz- und Verletzungsprophylaxe. Bei dem Training mit instabilen Unterlagen wollen wir mit unserem Körper an äußeren Reizen begegnen, um uns nicht zu verletzen. Wir wollen das Gleichgewicht trainieren. Sollten wir aus der Spur kommen, in ein Loch treten, dass wir diesem äußeren Reiz aus unserer Muskulatur und dem zentralen Nervensystem schnell entgegenwirken können und uns nicht verletzen. Das ist der Sinn der Sache, die Tiefenwahrnehmung eurer Muskeln, eures Nervenkostüms für das Gleichgewicht. Das ist der Sinn bei propriozeptivem Training. Wir haben hier so ein paar der gängigsten Dinge aufgebaut und ihr bekommt heute mal eine kleine Vorstellung. Und ich habe mir Gedanken gemacht, gehe ich in einer Reihenfolge ab vom einfachsten zum schwersten oder gehe ich die Reihenfolge ab, mit welchem Gerät kann man den meisten Schindluder betreiben, also die meisten Übungen machen. Welches Gerät ist am variabelsten? Dafür habe ich mich dann entschieden. Ich lege jetzt frei von der Leber los. Entschuldigt mir bitte, wenn ich mal haspele oder auch mal eine Schlaufe zurückdrehe. Ihr findet auf der Seitenübung zu Hause nochmal deutlich mehr Info zum propriozeptiven Training und ein bisschen wissenschaftlicher aufbereitet, warum ihr das trainieren solltet. Es ist nicht nur für die Sturzprävention, für ältere Semester, für die Wintersportler, auch für jeden. Es ist eigentlich für jeden Sportler wichtig, für jeden Menschen wichtig, das Gleichgewicht zu trainieren. So, es geht los. Es gibt auch bei uns im Sprachgebrauch immer wieder Irritationen, wie nennen wir die Dinge, die hier so rumfliegen. Manche Firmen haben ihre Balancegeräte geschützt. Ich versuche das jetzt frei von der Schnauze durchzurattern hier. Das hat man früher schon in der Grundschule gesehen, die gibt es seit etlichen Jahren, kommen wir jetzt gerade wieder. Das ist so ein Wackelsitzkissen, heißt das, glaube ich. Das ist somit das einfachste Gerät. Für die Leute, die nicht so viel Sport machen, wenn ich Leute habe mit Knieschmerzen oder die aus der Reha kommen, das einfachste ist dieses Gerät. Da kann man nämlich zu Hause ganz einfach trainieren. Ja, seine Propriozeption, ganz einfach. Die meisten Leute machen es leider doch nicht. Das am einfachsten ist es, sein Reha-Programm zu Hause durchzuführen, und zwar beim Zähneputzen. Anderthalb Minuten, ich hoffe, ihr putzt alle 3 Minuten Zähne, anderthalb Minuten auf dem einen Bein. Das ist Zähneputzen übrigens, diese Bewegung. Das ist das internationale Zeichen für Zähneputzen. Anderthalb Minuten auf dem anderen Bein. Einmal morgens, einmal abends. Sofort hat man einen Trainingseffekt. Man kann noch ein paar mehr Dinge machen, aber das stellen wir euch in einem folgenden Video vor. Oder es folgt ein Video nach, wo ihr kleine Mini-Workouts zu allen unserer heute vorgestellten Geräte bekommt. So, also hier habt ihr das Sitzwackelkissen. Das ist somit das gängigste, fliegt in jeder Schule rum, habe ich schon häufig irgendwo bei Leuten rumfliegen sehen. Kann man nicht so viel mitmachen, macht aber schon Sinn. Am einfachsten nach Knie-OP oder Knieschmerzen oder wenn ihr überhaupt das Gleichgewicht trainieren wollt, ganz wichtig, gut trainierbar bis ins hohe Alter beim Zähneputzen. Anderthalb Minuten, stellt euch eine Uhr links, anderthalb rechts, dann kann man nachher noch anfangen, darauf rumzuturnen. Das kommt aber in einem anderen Video. So, what's next? Jeder, der ins Gym geht, kennt sie mittlerweile, sollte in jedem Gym sein, ein Airex-Kissen. So, jetzt je nach Größe, ich nehme mal das gängigste, das hier ist schon ein Nachfolger. Ich greife mal hier nach hinten eben, wie immer sind wir live. Die gibt es jetzt schon seit wirklich vielen, vielen Jahren. In keiner Physio fehlen diese Dinge. Ich kann natürlich die gleiche Übung machen, wie auf diesem Halbsitzkissen, Sitzwackelkissen. Entschuldigung, jetzt ist schwierig. Das klassische Airex. So, ich kann das gleiche machen wie auf dem Kissen. Was vielleicht auch noch ein Thema ist, wenn ihr euch die Geräte anguckt, ist der Platz. Will ich mir einen Petsi-Ball zulegen, der in der Wohnung verstaubt, oder lieber so ein kleines Kissen, was ich mit der Stange verstecken kann. Hier bin ich jetzt schon ein bisschen variabler.
Hier gibt es wieder schon viele Ausführungen, unterschiedliche Oberflächenstrukturen. Das ist aber ein klassisches Ding, auf dem ich vielleicht auch schon im Stütz arbeiten kann. Je nach Breite des Geräts gibt es auch noch als Beam noch länger. Da kann ich schon deutlich mehr Sachen machen. Immer am allerbesten für das Gleichgewicht ist der Einbeinstand. Ne? Fangen wir natürlich, kann man sogar ganz ohne Wackelkissen trainieren, indem man zum Beispiel einfach nur auf dem Boden steht und hält. Ja, wem das zu einfach ist, der wendet den Blick von links, jetzt hoffentlich klappt das, ja, wendet den Blick von links nach rechts, da geht schon deutlich mehr ab. Und wer das kann, nimmt den RX und macht diese Übung auf dem RX, also noch mit einer instabilen Unterlage. Wenn du mal auf mein Sprunggelenk filmst, hier ist jetzt schon richtig was los hier und ich muss auf diesen klitzekleinen Muskeln jetzt schon die ganze Zeit nachjustieren. Ja, ich kann jetzt hier unten zum Beispiel noch was mit einer Hantel tun oder meine Körperschärfung verändern. Das heißt, hier ist die ganze Zeit was los. Jo. Sitzwackelkissen, Airex. Nicht so viel Variation. So ein Ding hat vielleicht auch schon mittlerweile fast jeder zu Hause. Kann man ganz viel mitmachen, ist ein echtes Fitnessgerät, dieses Teil. Allerdings kann ich drauf stehen. Und da ich ein großer Fan der Stammmuskeln bin, ist das schwierig. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal gesehen, dass da jemand drauf steht auf dem Ding. Finde ich völlig Banane. Also es gibt so Videos, da steht jemand hier drauf mit 100 Kilo, macht mit 100 Kilo Squats. Und in einer Hardcore-Supination. Also der steht da natürlich auf dem Ball so. Ja, und wenn man dann begraben wird von 100 Kilo Hantelscheibe, I don't know, das ist vielleicht nicht mehr ganz so sinnvoll. Man kann aber viel andere Schindluder treiben mit diesem Gerät. Zum Beispiel ein Vierfüßer hier drauf. So, einfach mal das Gleichgewicht finden, ist viel Beckenboden. Ja, ganz einfach. Oder, wenn das gelingt, da kommen wir später noch zu, schöne Übung, versuche ich mich mal auf den Unterschieden abzusetzen und dann aufzurichten. Wenn man jetzt noch einen Kabelzug hat, kann man schön die Rumpfmuskulatur trainieren und die Propriozeption. Ich möchte immer viele Fliegen in einer Klappe schlagen. Hier, das ist wirklich sehr variabel, dieses Teil. Ja, da kann man wirklich viele Dinge machen. Wermutstropfen, ich kann nicht drauf stehen. Und ich bin ein Fan der unteren Extremitäten, also des Trainings der unteren Extremitäten. Da muss man sich entscheiden, was man macht. So, Oberluxus, mit dem man wirklich komplette Workouts machen kann, ist der Bosu-Ball. Und dann haben wir gleich noch zwei Spezialgeräte, kurz vorgegriffen. Aber das Ding, Bosu, Both Sides Up, heißt, das ist geschützt hier von der Firma. Hier heißt es, glaube ich, bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie es bei Togo heißt, die erfüllen den gleichen Zweck. Ich sage jetzt mal, der halbmondförmige, bei Togo heißt es Jumper, danke Dennis. Ich nenne das jetzt für uns, damit wir keinen Ärger kriegen, wir machen ja keine Werbung. Halbmondförmiger Wackelball. Halber Wackelball, so nennen wir das jetzt. So, da kann man beim Bosu deutlich mehr machen, ganze Workouts. Also, ich spreche jetzt die Empfehlung aus, wenn ihr was zu Hause kauft fürs propriozeptive Training, unbedingt ein Bosu. Damit kann ich den meisten, kann ich wirklich komplette Workouts machen. Den solltet ihr euch dann unbedingt zulegen. Wie gesagt, Platz ist ein Thema vielleicht. Oder vielleicht reicht es mir auch morgens vor der Skifreizeit einfach ganz kurz mal mein Gleichgewicht zu trainieren. Alles möglich. Auf dem Bosu deutlich mehr möglich. Vor allem für mich besonders wichtig eine Kniebeuge. Da sind wir wieder bei der Stammmuskulatur. Ja, besonders wichtig eine wackelige Kniebeuge. Ja. Warum ist denn der nass, Dennis? Da ziehe ich jetzt mal meinen Schuh an. Ihr seht, hier ist alles live. Hier ist alles live. Eigentlich solltet ihr, wenn es geht, immer barfuß trainieren, ja, damit ihr eure Fußmuskulatur beansprucht. So, hier bin ich ein Riesenfan von Kniebeugen, Ausfallschritte auf diesem Teil. Überhaupt das erstmal zeigen, weil bei vielen Leuten, die nicht so gut trainiert sind, wenn ich in eine Kniebeuge gehen saubere, dann ist hier oben schon richtig was los bei den ersten Mal. Da muss ich das Zentrum erstmal dran gewöhnen. Also ich kann das natürlich, weil das mein Business ist, aber viele Leute sind bei der Kniebeuge, geht das dann schon so los und die Augen werden groß, aber was ist hier los? Also dieses Gerät ist wirklich für mich Nonplusultra, für zu Hause sollte man eigentlich, hier spreche ich jetzt meine Empfehlung aus. Von welcher Firma ihr das nehmt, I don't give it, oh, ich darf ja nicht fluchen, darf man in Deutschland fluchen? Ist mir egal, sagen wir es lieber so, excuse my English, aber mit dem Gerät kann man wirklich richtig viel machen. So, dann seht ihr hier diese Teile. Ich glaube, was uns so sympathisch macht, ist, dass wir authentisch sind. Ich
ihr habt ihn natürlich schon auf vielen Videos gesehen. Ich habe ihn heute das erste Mal hier. Auf das Ding werde ich mich auf keinen Fall stellen, weil ich liebe meinen Körper. Und ich werde mir heute nichts brechen und bei Fail Army auftauchen. Was sind Balance Boards? Ich habe sie schon häufig gesehen. Ich finde das sehr speziell. Und habe sowas nicht im Gym. Allerdings habe ich heute eins bekommen, wo ich sage, das finde ich ganz geil. Das ist ein schönes Toy, das ist ein schönes Gimmick, da kann ich ein paar Sachen mitmachen. Vor allem, wenn es die Firma, jetzt sage ich, ich nenne die Firmen doch, weil hier dürfen wir es jetzt. Die kommen aus Hawaii, ergo sind sie amerikanisch, Jucker oder Yucca, Yucca Hawaii. Hier kann erstmal nicht so viel passieren, weil da sind Stopper dran an der Seite. Das heißt, ich kann das auch Breitensportlern empfehlen und auch ungeübten Leuten einfach anzufangen. Man kann sie am Anfang auch festhalten. Hier steht man schon sehr weit weg vom Untergrund. Das heißt, bevor das Board am Boden ist, ist es schon ein ganzer Weg und ich habe da eben schon richtig Schiss bekommen, habe mich fast abgemault. Das ist wirklich gefährlich. Das würde ich auch erstmal nur mit einem Partner machen oder irgendwie an der Reling oder an einem Geländer, wo ich mich festhalten kann. Ansonsten kannst du einen da richtig abräumen. Das Gerät allerdings finde ich ziemlich cool, weil wie gesagt, das ist auch für mich, ich kaum mich gleich drauf wegen den Stoppern. Und diese Firma hat uns dieses Sitzhalbkissen mitgebracht oder mitgeschickt. So, Balance Board. Snowboarder, Surfer, wenn ihr abends fertig seid und immer noch nicht genug habt, dann stellt man sich in der Après-Ski-Bahn noch auf dieses Ding mit 30 Lager Tee im Kopf. Jetzt fange ich an zu sammeln, Entschuldigung, bleibt mal professionell. So, das finde ich also ziemlich cool, weil hier kann erstmal nicht so viel passieren, weil ich diesen Stopper dran habe. Am Anfang ist es sowieso trotzdem komisch. Auch hier wieder. Es sind jetzt nur zwei Bewegungsebenen, nach links und nach rechts, beziehungsweise eine. Ich weiß nicht mehr genau, es ist sagittal, bin mir nicht ganz sicher, in die ich arbeite. Da fehlt mir eigentlich dieses ganze tiefe Arbeiten, das nach vorne, zur Seite, in alle Bewegungsrichtungen, meinen Körper auszugleichen, wenn ich mein Gleichgewicht brauche. Hier geht es jetzt nur zu einer Seite. Ich habe da das erste Mal drauf gestanden. Seht ihr? So, und ich bin schon einigermaßen ausgerichtet und glaube ich, ein bisschen Gleichgewicht habe ich. Da würde ich jetzt meine Oma und meine Mama nicht draufstellen auf dieses Teil, weil es mich jetzt schon fast selber abgelegt hat. Also ihr seht, man muss da vielleicht mit einem Partner arbeiten. So, jetzt habe ich es. Wenn man da einmal steht, dann hat man das auch relativ schnell drauf. Aber da überhaupt hinzukommen, wie gesagt, ich bin da echt vorsichtig. Gott sei Dank habe ich hier die Stopper. Oder bin relativ schnell unten. Draufkommen ist einigermaßen schwer. So, was dieses Gerät aber jetzt geil macht, ist, dass sie so schlau waren und sagen, wir schicken euch das hier mit. Das ist nämlich viel anspruchsvoller, aber auch nicht so hoch. Das heißt, was progressives Training angeht, hier bin ich zwar eingeschränkt von den Übungen, aber hier bin ich in allen Bewegungsrichtungen voll gefordert. Ja, das ist deutlich, also ist für mich, um überhaupt drauf zu stehen, am anspruchsvollsten von allen Geräten. Ich habe Sprunggelenksmobilisation drin, ja, ich muss meinen Bauch anspannen, ich habe das Becken da. So, natürlich kann ich das jetzt immer noch variieren, indem ich obenrum auch noch Übungen mache. Also meinen Körperschwerpunkt obenrum irgendwie verändere mit Handeln, mit Curls nach oben, mit dem Zugseil. Aber hier muss ich richtig, hier habe ich richtig zu tun. Hier habe ich richtig zu tun. Und wenn ich absetze, dann ist es nicht so tief. Also das fordert mich am meisten, wenn ich nur stehe. Dieses Gerät bietet am meisten Variabilität in der Übungsauswahl. Duffy Board, es tut mir leid. Ich habe schon Leute gesehen, die machen Kickflips damit und Popshovels. Ich stelle mich da heute nicht drauf, weil ich werde mich damit einfach nur derbe abmauern und den Gefallen tue ich euch nicht. Ich hoffe, das hilft euch bei der Auswahl für euer Trainingsgerät zum propriozeptiven Training. Es geht kein Weg dran vorbei, also gar nicht geht gar nicht, weil auch ich trainiere das als Boxer. Ja. Außerdem gehe ich gerne laufen und jetzt, heute gehe ich zum Beispiel laufen, es ist dunkel, der Stadtpark ist schlecht beleuchtet. Auch ich möchte nicht mit Bänderriss nach Hause humpeln, deshalb ist es auch für mich wichtig. So, dann habe ich die Geräte vorgestellt. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen. Und dann müsst ihr euch natürlich, wenn ihr euch für eins oder zwei solche Geräte entschieden habt, seht ihr euch natürlich auch das Video an, wo ich für jedes Gerät ein kleines Mini-Workout mache. Ich danke fürs Zusehen, freue mich über eure Kommentare, Daumen hoch, Daumen runter, Anregungen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, liebe Grüße aus dem Hometown Gym. Tschö! Hände raus, Brust stellt euch auf, mach noch ein bisschen was für die Erektionsmuskulatur.